Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Jeder Mensch kann in seinem Leben Depressionen entwickeln und das auch in jedem Alter, manchmal sogar schon sehr früh. Auch Kinder können betroffen sein. Wie erkennt man Depressionen bei Kindern und wie behandelt man sie? Darum geht es jetzt. Bei mir ist Dr. Meike Gresch. Sie ist Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Asklepios Klinikum Harburg. Schön, dass Sie Zeit haben. Ich freue mich auch. Danke. Depressionen, Kinder. Erleben Kinder Depressionen anders? Ja, Kinder können Depressionen anders erleben. Wir lernen ja in unserer Arbeit eine ganze Bandbreite an Kindern und Jugendlichen kennen, also wirklich aus den ersten Lebensjahren bis zur Volljährigkeit und je nach Alter, aber auch Entwicklungsstand des Kindes oder Jugendlichen zeigt sich die Depression anders. Mhm. Jede Depression zeigt sich sicherlich auch ein Stück anders, aber altersbezogen kann man einen Unterschied feststellen. Soll heißen, wenn ein Jugendlicher, eine Jugendliche sich mit ihrer oder seiner Familie bei uns vorstellt, würden die vielleicht das berichten, was man eher so mit Depressionen in Verbindung bringt. Das heißt, die Jugendlichen würden vielleicht berichten, wir fühlen uns niedergestimmt, ich fühle mich traurig, der Antrieb fehlt, die Energie fehlt, ich schaffe meinen Tag nicht mehr so gut, es kommen vielleicht Stimmungsschwankungen dazu, ich schlafe nicht mehr so gut, manchmal habe ich Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, ich schaffe irgendwie Schule nicht mehr so gut, kann mich nicht gut konzentrieren. Und oft berichten die Jugendlichen dann auch, dass man so mit seinen Kräften ein bisschen haushält, also auch schöne Sachen, sowas wie die Freundin treffen, wird vielleicht ein bisschen dosierter eingesetzt, es wird sich zurückgezogen, ein bisschen manchmal auch, dass Hobbys ganz aufgegeben werden oder im Extremfall vielleicht auch Schulbesuch zunehmend nicht mehr möglich ist, weil Energie fehlt, weil die körperlichen Symptome da sind. Und auch man merkt, ich schaffe was nicht mehr, die Freunde, Freundinnen schaffen das, vielleicht die Erwartungen sind da. Das heißt, es gibt auch ganz oft einen sehr kritischen Blick auf sich selber, Selbstwertthemen, Selbstwertzweifel, Ängste. Ja. Können entstehen, ja. Zukunftsängste und im Extremfall können auch lebensmüde Gedanken dann daraus resultieren und so eine Spirale eigentlich entstehen, ne, weil immer ein zu viel und ein Erwartungspegel da ist. Und die Kleinen? Genau, und bei den Kleinen ist das ein Stück anders. Die können ja oft weniger oder ist je nach Alter und auch nach Entwicklung, die schon geschehen ist es für die Kleineren und Jüngeren oft schwer, Gefühle so genau zu erspüren. Vielleicht hätten sie andere Worte dafür. Man muss ein bisschen schauen und oft zeigt sich eher in der Verhaltensebene, worum es geht. Und es ist da eher so, dass die Kinder vielleicht diffus was berichten, aber Eltern oder Kindergarten, Pädagogen oder Lehrer, denen was auffällt und eine Sorge entsteht. Und das ist oft so, dass wir vielleicht traurigere Kinder sehen, die so in der Mimik so ein bisschen verärmter sind, die sich, also eine Gruppe eher so verkrümelt und ein bisschen, schon so rückzügig ist, schon noch versucht auch mitzuhalten, in Gruppenarbeiten oder Spielsituationen vielleicht eher am Rand ist, das Rollenspiel nicht mehr so fantasiereich, nicht mehr so aktiv mitgemacht wird. Das kann man ja auch dosieren und eher so ein vielleicht auch bekümmerter Eindruck entsteht. Also so dieser innere, kindliche Raum, den wir uns immer für alle wünschen, sozusagen, so es sich ein bisschen enger wird. Genau, enger wird. Und Ängste entstehen können, Trennungsängste vielleicht deutlicher werden. Also vielleicht nochmal die Kinder auch wieder ins Bett der Eltern gehen oder die Erwachsenen gar nicht so losschicken wollen. Und es gibt aber auch, und das ist vielleicht gar nicht so erwartbar, gerade im Kindesvorschul-, aber auch jüngeren Grundschulalter, eine Gruppe, die sozusagen so ein bisschen aus sich rausgehender reagiert. Ach, mit Wut. Genau, die dünnhäutiger, gereizter sind, auch weinerlich, aber eher, also dünnhäutig auf alles reagieren und wirklich wütend werden können, in viele Konflikte geraten können, frustrationsintolerant sind und wo das, was Ältere auch manchmal haben, also eine Unruhe viel mehr innerlich, aber auch äußerlich motorisch Thema wird, Konzentrationsschwierigkeiten deutlich werden und wir die Kinder oft erst mit einer anderen Fragestellung kennenlernen. Also warum kann ich mich nicht konzentrieren, warum ist Wut da? Wie kommen dann die Kinder zu Ihnen, also wenn das so schwer ist, auch zu erkennen? Also wir lernen Familien meistens in unserer Ambulanz kennen, auf unterschiedlichen Wegen. Entweder war selber eine Sorge da oder im Austausch mit der Schule, Vertrauenslehrer oder Ähnliches, schlagen vielleicht auch vor, dass es bei uns zum Beispiel in der Ambulanz auch ein diagnostisches Angebot gibt, wo man ein bisschen schaut, aber auch Kinderärzte, niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater, Psychotherapeuten, Jugendhilfe, Netzwerke, die mit Familien arbeiten, machen oft den Vorschlag und je nachdem, manchmal ist ja auch, wenn vielleicht eine Familie schon in einer ambulanten Psychotherapie länger war, auch schon ein Teil der Arbeit gemacht worden. Manchmal fangen wir erstmal an und lernen kennen, wie Therapie oder therapeutisches Arbeiten gehen kann und schauen dann, worum kann es gehen, welche Themen sind wichtig, geht es um eine Depression vielleicht. Ja genau, wie stellen Sie das dann fest? Also wenn ich zu Ihnen käme mit meinem Kind, also ich glaube, es ist ja schon wesentlich, dass die Eltern ja mit den Kindern kommen, was machen Sie dann als erstes, um helfen zu können? Wie läuft das ab? Also es geht immer um Kennenlernen, glaube ich. Und es ist ja, also wir versuchen immer das Kind, aber auch die Familie kennenzulernen und den individuellen Blick zu haben. Das heißt, wir würden immer natürlich fragen, worum geht es? Was ist das, wovon wir weniger haben wollen? Was ist das, wovon wir mehr haben wollen? Sozusagen, wo wollen wir hin? Aber versuchen diese Symptomatik, von der wir erfahren, einzuordnen vor dem Hintergrund der Familie und vor dem Hintergrund des individuellen Blickes. Das heißt, wir würden nach der Lebensgeschichte der Kinder fragen, wir würden auch nach der Familiengeschichte ein Stück weit fragen. Man darf immer auch entscheiden, was findet man da wichtig. Das sind sehr persönliche Fragen. Man muss sich, glaube ich, ein Stück auch kennenlernen am Anfang. Und würden ein bisschen schauen, was gab es vielleicht für belastende Ereignisse, was gibt es für Stärken. Wir würden... Das macht Kinder- und Jugendpsychiatrie sehr aus, eben nicht nur mit dem Patienten, auch altersabhängig, ne? Also Einschätzungstermine machen, vielleicht gibt es Spieltermine. Mit Jugendlichen würden wir natürlich anders arbeiten als mit dem 7-Jährigen und auch da kennenlernen und es gibt verschiedene diagnostische Möglichkeiten, würden aber auch, wenn die Eltern das erlauben, wenn das Kind das auch ein Stück erlaubt, mit dem Umfeld, also zum Beispiel Schule, Kindergarten, manchmal gibt es ja auch Patchwork-Familien, wer ist da wichtig, manchmal gibt es Hilfen, die mit der Familie arbeiten, es gibt Vertrauenslehrer und. Manchmal ist auch der Kinderarzt wichtig. Also es gibt eine Reihe von Menschen und Netzwerk und Umfeldpersonen, mit denen wir als Bezugsperson auch sprechen würden und versuchen würden, möglichst viele Puzzleteile sozusagen zusammenzubekommen. Ja, weil dir auch nicht immer so klar ist, woher es kommt oder gar nicht so ein Ereignis zu finden ist. Genau, genau. Einfach, dass so im Kind drin liegt vielleicht ja auch. Kann ja auch dann so sein. Ja. Und wenn Sie sich dann ein Bild gemacht haben, wie würde so eine Behandlung für mein Kind aussehen? Denn es ist ja noch klein. Genau. Also wir würden ein bisschen mit der Familie dann wirklich gucken, was braucht es, also so wenig Hilfe wie nötig, und aber so viel wie notwendig. Wir würden schauen, also immer die Frage, auch braucht es überhaupt was? Geht es um eine behandlungswürdige und eine behandlungsnotwendige Diagnose? Oder ist es vielleicht auch mal eine Phase in einer Entwicklung? Das kann ja auch sein. Und würden sonst entscheiden, ist das etwas, wo das Kind, die Familie, den Alltag, die Entwicklungsschritte, die man gerade schaffen muss, noch gut schafft. Und kann man dann vom Ambulanten, zum Beispiel zu Hause, vielleicht 1-, 2-mal die Woche in eine Praxis gehen und würden das begleiten und bahnen. Oft ist es aber auch so, dass wir ja auch Patienten geschickt bekommen, die den Weg schon ein Stück haben. Das heißt, es geht auch um die Frage, kann eine Tagesklinik oder eine stationäre Behandlung Thema sein. Und das sieht so aus, dass wir in diesen ambulanten Terminen schon einander so kennengelernt haben, dass wir ein bisschen wissen, was ist ein Ziel, worum könnte es gehen, und mit den Familien natürlich gerade diese neuen Schritte gut vorbereiten. Das heißt, wir würden sehr genau gucken, was heißt denn diese Art von Behandlung, würden uns die Station jeweils auch angucken und würden ein bisschen berichten, was passiert. Nämlich, dass eigentlich ein Team aus Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Fachtherapeutinnen, also Ergotherapie, Kunsttherapie, Musik-Bewegungstherapie, die dann nochmal diagnostisch und fördernd arbeiten, ein Team von Pflege- und pädagogischen Fachkräften, die im Alltag gegenwärtig sind. Zu dem Team gehört auch die Klinikschule bei uns. Alle zusammen über die Woche. Tagesklinik heißt, man kommt morgens, geht nachmittags nach Hause. Stationär bedeutet, man schläft die Woche über da. Es gibt Besuchszeiten nach Hause, auch ganztägig, auch mal Übernachtung, weil man ja möglichst versuchen soll, alles wieder in den Alltag mit rüberzunehmen und sein Leben auch möglichst ohne Pause dann bald weiter wieder aufnehmen zu können. Genau, und all diese lernen das Kind, lernen die Eltern aber auch kennen, und wir versuchen sozusagen ein bisschen den roten Faden mit der Familie weiterzugehen. Passt das, was wir uns gedacht haben? Wird was besser? Sollen wir woanders hingucken? Und so hat man dann ein gemeinsames Projekt sozusagen von mehreren Wochen, manchmal 2, 3 Monaten, wo die Kinder oder Familien zu uns kommen und wir mit immer mehr Blick wieder in den Alltag und auch zu am Ende, wer spricht mit wem, gibt es Nachbehandler, was muss die eigene Schule aus dem Zeitpunkt wissen, den Übergang wieder gestalten. Zu der Klinikschule, da wüsste ich gerne noch ein bisschen mehr. Denn die Kinder sind ja, wie Sie ja sagen, unter Umständen mehrere Wochen oder Monate beschäftigt. Und währenddessen läuft ja eigentlich die Regelschule. Genau. Und was können Sie da tun? Also unsere Klinikschule gehört zum Haus- und Krankenhausdienst, ist an die Hamburger Schulbehörde angegliedert. Wir haben den schönen Luxus, dass jede Klasse oder jede Station bei uns auch eine Klasse ist, die in der Regel 2 Lehrkräfte hat. Und wir haben mehrere Blöcke, also meistens hat man so 4 Schulstunden, an einigen Tagen gibt es auch 6, die gestaltet werden können, sodass unser Ziel ist, dass jedes Kind, jeder Jugendliche in der Regel jeden Tag ein Stück in die Schule geht. Ziel ist, ein bisschen am eigenen Schulstoff dran zu bleiben. Also wenn wir dürfen, würde diese Klinikschule auch mit der Stammschule ein bisschen sprechen, was fiel da auf, was wäre gut zu stärken, manchmal auch an welchen Stoff, also an welchem Unterrichtsstoff muss man dranbleiben. Genau, das so ein bisschen zu begleiten, aber es ist natürlich eine abgespecktere Version von Schule, als jetzt in der eigenen Stammschule passieren würde, auch vor dem Hintergrund, dass Therapie ja heißt, wir gucken uns an, was schwer ist, also wie es mir geht, und vielleicht machen wir mal eine Box mit manchmal auch Themen auf, die eben gar nicht so leicht sein können, manchmal suchen wir die auch erstmal, und Therapie ist auch ein anstrengender Weg, er soll auch Spaß machen, aber Lernen ist sozusagen ein Punkt, genau, der wichtig ist, manchmal neu bewertet werden muss. Oft kommen eben Kinder aus Krisen eher mit so einem Anstrengungsgefühl der Schule gegenüber wieder, sodass wir erstmal auch gucken, wie geht das und können wir das erstmal wieder positiv besetzen. Genau, so, und in dem Sinne sind die Kliniklehrer auch sehr im Team, also gehören tatsächlich zu dem Stationsteam ganz fest und haben wie in jedem Berufszweig, also die ein Bezugskind, also es gibt eine Bezugslehrerin oder Lehrer, es gibt Bezugspädagogen und auch Bezugstherapeuten, sodass möglichst viel Beziehungskontinuität, auch wenn alle da sind. Also möglichst wenig verschiedene Personen für das Kind zuständig sind. Also es gibt immer Bezugsmenschen, die ein bisschen mehr noch wissen und mehr kennenlernen als andere, auch wenn alle ansprechbar sind und die auch zusammenarbeiten, auch zum Beispiel in runden Tischen, wenn es an Übergabe nach Hause dann irgendwie geht, miteinander das gestalten würden. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Genau, gerne. Und wir sehen uns wieder auf Facebook, YouTube, LinkedIn und Instagram. Bleiben Sie gesund.